Willkommen zurück, liebe Freunde. The Legend of Zelda. Im letzten Part haben wir den Schlüssel bekommen. Nach langer, verzweifelter Suche. Und ja, ich begrüße natürlich... Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Grüße natürlich den Rheinräder. Ja. Hier, den ich eigentlich ankündigen wollte. Ne? Ihr werdet lachen, aber Ricky Mania ist heute mit dabei. Was ist denn da passiert? Hallo. Guten Morgen gewünscht. Guten Morgen gewünscht, Ricky. Bin gnatschig. Gnatschig bist du? Ich sollte gnatschig sein, tatsächlich. Warum? Also ich wurde mitten in der Nacht wach mit einer Discord-Nachricht und in der stand, ja, nee, heute nicht, ich will ausschlafen und denk mir so, oh, das ist dann ja ein entspannter Sonntag, kann ich ja eventuell ein bisschen früher streamen und so, okay, mich schon so. Hast du aufgenommen? Was? Hast du nicht mit Corner dann aufgenommen wieder? Nein, das habe ich extra gestern gemacht, damit ich heute Zeit habe dann für dich. Ich dachte, dass, weil du ja eh aufstehst. Ja, also ich bin natürlich aufgestanden, klar. Aber ich dachte mir dann so, ja gut, dann hatte ich mich schon so ein bisschen damit abgefunden, ne? Du kennst das ja. Man richtet sich seelisch dann schon auf ist nicht ein. Und ja. Auf einmal heißt es dann, auf einmal löscht er die Nachricht morgens. Oder so. Und ja. Ich sehe jetzt doch, ach nee, Digga. Nein, ich habe mir gedacht, so, pass auf, ich habe ja gestern Abend bis 4 Uhr gestreamt. So. 4 Uhr? Und 12 Uhr bis 4 Uhr. Boah, Tier. Ihr Tier. Und dann habe ich gedacht, so, eigentlich willst du ein bisschen ausschlafen, du bist echt im Arsch. Aber aktuell gibt es für mich kein Ausschlafen. Aktuell gibt es für mich nur Hasseln. Das ist die richtige Einstellung tatsächlich, ne? Ja. Gute Einstellung. Wobei, ist das eine gute Einstellung? Ich weiß nicht, ne? Vielleicht sollte man auch von diesem Grind-Gedanken endlich mal wegkommen und ein bisschen auf sich selber hören, ne? Auf den Körper achten. Entspannen. Ja, nee. Nee. Meinst du nicht? Also mein Körper ist wirklich im Arsch aktuell. Also ich habe ja jetzt, wo ich ein bisschen körperlicher arbeite und so, ich war ja schon mal krankgeschrieben. Du warst schon mal, ich wollte gerade sagen, hä? Du warst schon mal krankgeschrieben, aber ja, klar. Ich war krankgeschrieben, weil mir die Schulter sich schmerzt, die linke Schulter. Das tut sie auch immer noch. Aber ich werde trotzdem morgen zur Arbeit gehen. Hallo? Das ist der Grind, ne? Das ist der Grind, ne? Ich will ja auch den Job irgendwie nicht verlieren. So, man braucht ja halt doch Sinn. Man muss ja aktuell, leider muss ich da aktuell durch. Das hilft nichts, ich habe da keinen Bock drauf und so. Aber wenn man doch irgendwie von den ganzen Kram weg will, da bist du nicht ganz übrig, wie jetzt hier morgens zu sitzen, früh morgens um 11.20 Uhr und Link's Awakening aufzunehmen. Ja, aber es ist ja auch nicht nur Link's Awakening, ne? Da kommt auch noch Mario 64, ne? Da ja. Natürlich auch Leute, vergesst nicht bei Ricky Mario 64 zu gucken, ganz wichtig. Gut. Sehr und, gut. Ja. Ja, das ja, ist jetzt so. Das ist jetzt dein Leben, Ricky. Da hast du dich zu entschlossen, ne? Ja, ja, aber generell müssen, ich muss ja sowieso, ich muss so üben, früh aufzustehen. Wenn ich jetzt mal ausgeschlafen werde, werde ich morgen arschen. Es ist übrigens, das frühe Aufstehen war um 11, Leute. Ne? Er übt gerade früh aufzustehen, um 11. Ja, willkommen zurück zu Super Mario 4. Naja, aber ich stell mal vor, ich hätte jetzt ausgeschlafen. So bis 12 oder so. Ja. Oder bis 4. Ja, und dann kannst du heute Abend nicht pennen, ne? Das wäre natürlich... Ja. Ach, obwohl, ich bin so dumm. Warst du schon wieder Schlüssel, nicht? Doch, ich hab den Schlüssel, aber ich muss ja erst den Wasserfall aufmachen jetzt. Ach man, Bollo. Ach, Ricky, das ist so schwer, das Spiel. Warum ist das Spiel so schwer? Eigentlich sind wir echt gut durchgekommen in 5 Parts. Findest du? Ich hätte besser sein können. Ach, kann ich das gar nicht. Ich hab schon gestern Abend. Der hat schon wieder McDonald's, ne? Ich hatte keinen McDonald's. Ich hatte gestern auch wieder die Überlegung erst. Aber dann dachte ich mir so, boah, McDonald's. Ich wollte ja kein McDonald's, aber Michelle hat einfach bestellt über Lieferando. Okay. Das ist mein großer Vorteil, ne? Ich kann nicht bestellen. Auch nicht bei McDonald's. Also hätte ich bestellen können, hätte ich gestern safe McDonald's gegessen. Das kann ich dir sagen. Das wäre passiert. Es ist so viel teurer. Das wäre mir egal gewesen. Echt? Dir doch auch. Ja, stimmt. Es ist einem doch egal. Man muss aber auch bedenken, ne? Dafür musst du nicht ins Auto dahin fahren, das machen, wieder zurückfahren und so. Das kostet ja auch Geld. Und ich weiß gar nicht, das könnte sich fast schon aufwiegen. Für die Extrakosten. Ich weiß ja tatsächlich nicht, wie hoch sie sind. Bei mir ist es tatsächlich nicht so weit weg. Ja, bei mir auch nicht. Also wirklich nicht. Mit Auto. Ist es mit Auto eine Minute oder so? Ja, bei mir auch.
Kann man schon machen. Aber es ist ja das Ganze drumherum nervt. Ja, man muss sich einfach wieder was anziehen und so. In die Garage gehen, das Auto starten. Dann musst du da hinfahren. Ja, ja, dann wieder in den zweiten Stock klettern, ne? Ja, boah, nee. Die Treppe hoch. Die Treppe, nee. Wenn die Treppe nicht wäre. Du hast wahrscheinlich einen Aufzug, ne? Fahrstuhl wäre schön. Das ist mein Teil ganz gut. Der hat einen vierten Stock an der Fahrstuhl, fährst du hoch bis da. Ja gut, wenn du im vierten Stock wohnst, Digga. Also wenn ich im vierten Stock wohnen würde, dann bräuchte ich auch einen Fahrstuhl. Ja. Sag dir, wie es ist. Würde gar nicht anders gehen, sonst wäre ich da gefangen. Und irgendwann ändert das dann so, dass das so ein Kran kommen muss und nicht so raushebt. Ja, ist ja das Gute, hier ist in der Nähe, steht ein Kran, ich mach dich doch nochmal lauter, du, oder du rennst andauernd vom Mikro weg, ich weiß es nicht. Nee, eigentlich nicht. So, machen wir mal so. Ich hab nochmal ein bisschen, ich hab, glaube ich, das bisschen den Dingens hochgestellt gehabt, den Noise Gate. Naja, das bricht einfach so ab. Ja, das ist hier alles noch nicht so, das ist, seitdem ich da, ich hab ja, ein bisschen Malheur passiert. Malheur? Ja, pass auf. Und zwar war es mal ein Abend, dachte sich die Katze, es wäre geil, auf den Schreibtisch zu springen und mein Glas Cola umzuschütten. Nein. Doch. Oh. Und dabei ist alles über die Tastatur. Über meine Gaming-Tastatur. Über den Gaming-PC. Die Gaming-Tastatur. Die gute Gaming-Tastatur. Und dann war das Problem, das war den Tag, wo wir aufgenommen hatten auch. Da war ja dann abends noch das Event, habe ich dir davon erzählt. Und dann starte ich so den Stream gemütlich. Wir hatten ja aufgenommen, ich hatte ja nichts am PC aufgenommen. Und dann starte ich so ganz gemütlich meinen Stream und so und will starten. Geht die Tastatur nicht mehr. So, obwohl ich habe sie am Abend noch sauber gemacht, da ging sie denn noch, ne? Und den Tag danach war sie dann so verklebt, dass nichts mehr funktioniert. Die war richtig zu steinhart, so Stein draufhaust. Ganz, kacke, ganz schlimm. Mann. Das ist kacke. Und jetzt holst du eine neue, oder? Im Endeffekt war das dann aber, das Problem war dann so, scheiße, okay, jetzt zum Mediamarkt dauert zu lange, ne, was machst du jetzt? Dann hat aber zum Glück noch JD, die bei uns hier in der Nähe wohnt, hat dann gesagt, hier, ich habe eine Tastatur noch, die ist aber auch hier ganz, 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 ganz wild, sag ich dir, wie es ist. Die Knöpfe fallen ab, hier ist ein Y statt ein Z und wo das also, Y normalerweise ist ein N. Was macht ihr mit euren Tastaturen, Digga? Also meine ist halt total verkrümelt und so, ne, wie man es halt kennt, aber ansonsten ist da nichts mit. So, meine Schwiegermutter hatte sich die Tastatur genommen und hat gesagt, ich mache die jetzt sauber. Wie denn? Und sie hat gesagt, da war ein Krümel drin, da hätte sie eine Kleinfamilie von ernähren können. Das glaube ich, ist bei mir auch. Ja, und jetzt ist sie wieder blitzeblank, die Tasten funktionieren wieder und ich werde sie später mal testen, ob sie wieder geht. Traumhaft. Ja. Weil ich danke dir für diese Geschichte, Ricky. Nee, Entschuldigung, ich kann mir etwas erzählen hier. Tut mir leid, dass ich was aus meinem Leben erzähle. Das Spannendste, was gerade passiert ist. Ist traurig, dass das das Spannendste ist. Ich bin nichts anderem dient außer damit. Tut mir leid. Ja, das ist halt auch nicht. Leute, ich sag mal, wie es ist. Es ist auch manchmal gar nicht. Die Leute denken immer, du musst ja nur ein bisschen rumlabern, ne? Aber du musst ja auch irgendwas aus den Finger ziehen, ne? Und wenn das Spannendste ist, was in deinem Leben passiert, dann kannst du dir ja vorstellen, wie schwierig das ist, irgendwas aus den Fingern zu ziehen. So, das ist. Ja. Alter, 490. Jawoll. Represent. Was heißt das, 490? 490 Osnabrück. 490? 490. Ihr habt eine Dreizahl? Nein. Aber man sagt 490 Osnabrück, 490 Friedhofchiller, Digga, 490 Straßenspieler. Was? Nee, ist das nicht 187 Straßenbande? Ja, das ist aber, da dachte ich auch immer, das wäre eine Postleitzahl. Ist es aber gar nicht, ne? Nee, das ist ich weiß auch nicht, ich weiß bis heute nicht, was das bedeutet. Also 187 ist ein Paragraph. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau welcher, aber ich glaube, das steht auch für das Gleiche. Aber kennst du den Film Demolition Man? Natürlich nicht, ne? Natürlich. Mit Sylvester Stallone, aber da kommt dann auch irgendwann wann so diesem 187, Murder, Death, Kill. Und dann dachte ich erst, das kommt daher, Digga. Aber das hat einfach auch irgendwie mit Mord oder so. Verrückt. Steht 187. Ja, nee, ich bin ja nicht so ein, weiß ich nicht, so. Ich dachte ja auch, ich wusste bis vor Ricky, kurzem. Ricky ist eher so Marianne Rosenberg und ein bisschen. Nee, ich höre die schon, das ist es nicht. Aber ich wusste bis vor kurzem auch nicht so ganz genau, wofür steht eigentlich 1337. 1337 wusstest du nicht? Nee, jetzt weiß ich, dass es Lied heißt, aber jetzt weiß ich immer noch nicht, was Lied bedeutet. L-I-I-T. Lied steht für Liedschrift. Also für diese Art von Schrift. Mit den Buchstaben.
Mit den Buchstaben, genau. Mit den Zahlen dazwischen. Ach so. Ja. Also. Ja, frag mich doch einfach, ich kenne doch den ganzen Jugendsprech. Ja, kein Problem für mich, ne? Ist ein Jungenbrunnen, ist das ja schön. Ich bin bei jungen Menschen geblieben, ne? Das ist so. Ja, du hast ja auch nur junge Zuschauer. Würde ich so nicht sagen. Würde ich so nicht sagen. Leute, übrigens, wie kann es eigentlich sein, dass Follow so viele YouTube-Klicks hat mittlerweile, aber keiner bei in den Streams reinguckt? Was ist da los? Es haben super viele wieder mal reingeguckt seitdem. Echt? Ja, aber das kann dann kann's ja auch nicht gehen. Ich meine, nimm mir jetzt mal mein Lieblingsbeispiel für sowas. Let's Play Markus, ne? Mit seinen 300.000 Abonnenten, mit seinen YouTube-Klicks, die auch so dann also auf aktuelle Videos so sind wie meine. Aber der hat auch maximal so 100 Zuschauer im Stream. Komisch, ne? Ist komisch, aber das Ding ist halt, YouTube-Zuschauer sind nicht unbedingt Stream-Zuschauer. Das geht nicht zwingend Hand in Hand. Damit die Frage an die YouTube-Zuschauer gerade. Würdet ihr YouTube-Streams gucken oder liegt das an Twitch oder woran liegt das? Schreibt es mal in die Kommentare. Die meisten Leute finden halt, die sagen halt immer, sie finden Streams dann langweilig oder so. Ja, aber warum? Das ist quasi das Gleiche, nur mit Interaktion. Ja, das weiß ich nicht, Rick. Ich verstehe das auch nicht. Das musst du mir musst du das nicht erklären. Früher, als ich noch aktiv Let's Plays geguckt habe und auch Nintendo gespielt habe, ne? Ja. Da habe ich auch noch gerne Streams geguckt, weil es war theoretisch das Gleiche, was du da magst schon, mit Interaktion in Streamers. Ja. So, weißt du, wie ich meine? Ja, so, ich bin auch so ein Typ, wie das habe ich damals schon gesagt, wenn ich Ruhe haben will, dann gucke ich ein Video, so, weißt du, dann Chili Manilli, aber so, keine Ahnung, wenn ich Entertainment will, gucke ich doch mal einen Stream, oder nicht? Ja, aber wie gesagt, ich hab das Gefühl, dass Leute auch schon mal jetzt wieder eher in den Stream reingucken als vorher. Könnte bei mir auch gerne machen, aber bei mir gibt's halt kein Nintendo oder selten. Ich bin ja überlegen, aber das Problem ist, dass ich montags arbeiten muss, dass ich Mario Montag wieder eingeführt vielleicht. Ja, Mario Montag. Schuldest du uns nicht eh noch allen drei Mario-Spiele? Die habe ich schon alle gemacht. Was? Wann denn? Ja, die haben wir doch zusammen gemacht im Marathon. Was? Die haben wir das zusammen gemacht, die drei hintereinander. Mario 64, Mario Sunshine und Mario Galaxy. Wo wir doch das Rennen gemacht haben. Nee, dann verarsch mich da gerade, ne? Kann das sein? Wieso? Wir haben doch den Mario. Du nutzt aus, dass ich mich nicht gut erinnern kann. Weil ich überlege jetzt halt wirklich, ob das stimmt. Und ich denke, dass es nie passiert. Dass wir beide, du, Johnny und ich haben doch zu dritt das geraced. Auf Twitch. Ich weiß, dass wir, ich weiß, dass wir Mario Kart gemacht haben zusammen. Ja, wir haben aber auch Mario 64, Mario Galaxy und Mario Sunshine gespielt. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob das stimmt. Ich glaube nämlich nicht. Natürlich, ich suche das jetzt raus. Das ist nicht in der Lügt. Was passiert? Lügen darf man nicht sagen, Ricky. Ich verstehe immer nicht, warum ihr das macht. Willst du mich verarschen? Ich verstehe nicht, warum ihr sowas macht, warum ihr Lügen sagt. Natürlich, obwohl jeder weiß, dass der kleine Jesus traurig wird. Du hast sogar haushoch gewonnen. Was ja offensichtlich ist. Ja, davon bin ich überzeugt. Wenn das passiert wäre, dass ich gewonnen hätte. Aber ich bin mir fast sicher, das ist nicht passiert. In Mario 64 waren wir fast gleich auf, denn in Mario Sunshine habe ich ein bisschen reingekackt und Mario Galaxy war ich so weit hin, das war der Wahnsinn. Digga, wir haben das niemals am Stück gespielt. Natürlich haben wir alle drei am Stück gespielt. Nein, da hätte ich ja gekotzt wie Sau. Nein, das glaube ich nicht. Du warst richtig pisst. Am Ende, natürlich. Corne, mach mich jetzt nicht schwach. Ich bin nicht Corne und... also irgendwie, also du baitest mich da gerade schon ein bisschen rein, dass ich glaube, das könnte sein. Dass ich zumindest das Gefühl habe, ich erinnere mich an Dinge. Ich schreibe jetzt Johnny. Aber ich glaube, du lügst. Ich lüge nicht, das ist wirklich passiert. Ricky, das ist Gaslighting, ne? Das weißt du, ne? Das ist schlimm. Sowas darf man auch nicht machen. Ich schreibe jetzt jemanden, der das weiß. Kurt Kiste. So, Wollo kann sich nicht mehr erinnern. Aber es stimmt doch, dass wir mal mit Johnny 60. Warte mal, ich brauch gar nicht. Ich gucke auf Twitter. Hab ich doch safe angekündigt. Du, wieso lügst du mich auf jetzt damit? Das ist gemein. Das ist wirklich gemein.
Ich zweifle gerade an allem, der Giga. Wie lange ist denn das her? Das ist noch gar nicht so lange her. Was heißt das? Das war dieses Jahr noch. Nee, oder war es letztes Jahr? Ich glaube, ich weiß nicht, kann auch letztes Jahr gewesen sein. Gut, wenn das letztes Jahr her ist, dann ist okay, wenn ich es nicht mehr weiß. Ich bin der Meinung, dass das letztes Jahr war. Hm. Irgendwie so. Also, wie gesagt, ich bin jetzt, mach mich damit richtig kaputt jetzt. Bist du das? Doch hier, am 20. Januar haben wir es gemacht. Jonas Amazonas und morgen um 12.30 Uhr gibt es Super Mario 3D All-Stars Race für das My Flashware und Ricky Mania. Dürft euch den Arsch abfreuen. Mhm. Ja. Und das ist. Ja, wobei, doch, stimmt, da haben wir noch gesagt, wir spielen alle Spieler in der Version. Außer Mario 64. Ja, genau. Ja, aber langsam kommt die Erinnerung wieder, wa? Ja, aber auch nur ganz, ganz, ganz. Also ich könnte nicht sagen, was da passiert ist. Nichts. Schick dir sogar ein Beweisfoto. So. Nee, ich glaub dir das jetzt. Aber das ist nicht gut. Da habe ich sogar ein Video. Das gibt's bei mir als Video, sehe ich gerade. Follow. Das ist der Beweis. Kannst du dir nochmal angucken? Boah, kann ich blind gucken, ey. Das ist geil. Du kannst mal gucken, wie ich in Mario 64 verkacke, in Mario Sunshine verkacke und Galaxy hintereinander weg. Aber du hast es dann ja gar nicht zu Ende gespielt, oder? Doch, ich hab's ja nicht. Sicher? Ja, genau. Glaube ich dir nicht. Wieso glaube ich dir das nicht? Habe ich auch nicht. Oh, Leute, das macht mir manchmal Angst, ne? Also wirklich, dass ich wieder. Das ist ja schlimm. Ja, sag ich ja. Ich vergesse alles. Auch krass, wie ich das vergesse. Wie gesagt, also in meiner Welt hätte das nicht stattgefunden, eigentlich. Verrückt. Ja, das ist auch verrückt. Ich denke so, das ist nicht normal und sollte es nicht richtig. Zwischen mir und Bollo, weil ich sage, dass das so gewesen ist und das ist nie so passiert. Das war gestern. Was? Und das war gestern. Was war gestern? Ich musste Bollo schon daran erinnern, dass wir Link's Awakening spielen aktuell. Stimmt nicht. Aber gefühlt ja. Ist nicht wahr. Nee. Ich hatte das ja auch schon von alleine angemacht und so. Ich hatte ja auch nicht mal vergessen, dass wir das heute machen. Nee, ich auch nicht. Das ist krass, finde ich. Ich hatte vergessen, wie viel Uhr. Da hatten wir auch, glaube ich, gar nicht so super Festes ausgemacht. Wir haben gesagt, zwischen. Ja, zwischen irgendwie so, naja. Ja, ich habe irgendwie noch kurz, ich war halt eine Wach und dann, ich habe mir X10 vor den Bäcker gestellt. Dann musste ich aber damit gehen, der Big Tasty Bacon, der muss raus. Digga, ich will einen Big Tasty Bacon, Mann. Ich will auch einen. Geh noch los. Es sind noch vier kurze Parts, die wir aufnehmen. Zwei hiervon, zwei von Mario. Und dann gehen wir schön gemütlich, kannst du einen Big Mac rein tun. Und einen Big Tasty Bacon. Ich würde, glaube ich, einen Big Tasty Bacon und McRib. Hast du schon mal den Big Mac Bacon TS gegessen? Ja, aber ich finde tatsächlich, dass das Bacon nicht so gut auf den Big Mac passt. Okay. Und die Tomate habe ich eh runtergepult, weil ich die nicht mag. Das war dann irgendwie. Tomate und Gurke steht? Hä? Tomate und Speck. Was? TS steht für Tomate und Speck. Das stimmt nicht. Nicht? Für, sondern? Für? Tomate und Salat. Ja, hab ich doch gesagt. Das gleiche Specksalat. Hand in Hand. Ich wollte gerade sagen, du hast mich sogar kurz auch schon wieder reingegaslightet und ich dachte so, scheiße. Als ob ich dich gaslighten würde immer. Wie stellst du mich hier da? Ich dachte immer Salat. Aber tatsächlich, der Hamburger Royal TS hat halt keinen Speck. Deswegen kann das nicht sein, was du da redest. So gerne, ne? Den Hamburger TS. Ich dachte, du magst keine Tomate. Nee, nimm mich runter. Aber warum holst du dann Hamburger Royal TS? Dann hol dir doch lieber den Hamburger Royal Käse. Ja, stimmt, mir hol ich noch mal, aber ohne Zwiebeln und der ist das. Ohne Zwiebeln und ohne Gurken. Und da sind ja keine Gurken drauf, du Pimmel. Natürlich sind auf dem Hamburger Royal Käse Gurken drauf. Nee, ich glaube, da sind keine Gurken drauf. Natürlich sind da Gurken drauf. Ich nehme den immer mit doppelt Ketchup. Dann ist da so krass viel Ketchup und so drauf, dass es aus allen Seiten rausdönert, ne? Ja, voll geil. Voll geil. Nee, aber sind Gurken tatsächlich drauf. Und dann, ich mach das immer noch so, dass ich mir quasi die süßere Soße auf die Burger aufmache. Ich hole mir den heute. Pass auf, ich hole mir den heute. Und wenn da keine Gurken drauf sind, dann bezahlst du mir den. Okay? Okay. Aber wenn da Gurken drauf sind, bezahlst du mir einen. Kann ich nicht. Bin zu arm. Kann niemand irgendwie einen Burger ausgeben.
Wäre nicht möglich. Kannst du nur gewinnen. Ich kann nur gewinnen, ja. Wo wollte ich jetzt hin, Mann? Du hast doch einen kleinen Schlüssel, hast du doch. Ja, und ich wollte auch den Part beenden. Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht es gut. Bis dann und ciao. Gehabt euch wohl. Tschüss.